Oh Leute, 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 ich hoffe, wir haben jetzt endlich mal Empfang. Da. Die Figur hat sich schon wieder bewegt. Die hat doch gerade ihren Arm bewegt, ey. Die ganze Zeit so eine Taschenlampe eingesteckt. Ne? Ich suche die jetzt schon seit einer halben Stunde irgendwie. Da ist sie. Ach so, jetzt kannst du nicht gucken, ob wir live sind, ne? Brauche ich auch nicht. Ist keiner da. Keine ja. Ahnung. Oh Leute. Hallo, es kann sein, dass der Empfang schlecht ist. Weil hier ist super schlechtes Netz. Aber guck mal, da unten liegt einer. Oh, der Arm bewegt sich. What the fuck? Hast du das gesehen? Da, der linke Arm. Oh. Ja, jetzt macht er natürlich nicht, ne? Wenn man es einmal braucht. Dann geht es natürlich nicht. Warte, ich zoome mal wieder raus. Sonst, na. Oder auch nicht. Ja, so. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder raus. Etwas unscharf. Ja, es kann sein, wir haben ein schlechtes Netz hier. Wir waren eben schon versucht über meinen Kartenvertrag. Der ging überhaupt gar nicht on. Und jetzt sind wir über Clarys Handy. Kann sein, dass das sehr schlechte Qualität halt ist. Ja, wegen dem Netz. Hier ist halt kein Netz. Hier wohnt ja auch keiner. Hier ist niemand, der hier wohnt. Und die Geister, die brauchen jetzt kein Netz gerade. Aber wir haben ein neues, auch zu dem, bei uns in der Gruppe. Ja. Auf mich. Bei uns in der Gruppe ist eine dunkler Magier aufgetaucht, bei uns in der Gruppe. Und der hat die ganze Zeit mit Wurstkugeln irgendwie und... Was hängt da im Baum? Alter! Was ist das? Toter Vogel oder was? Was ist das? Irgendwie komische Dinge. Boah, ja, auf jeden Fall, der hat uns gedroht und verzaubert. Und dann vielen Dank an Pier Jakobs und seine Hexengang, die Gegenzauber im Moment einleiten, die auf unserer Seite gegen den dunklen Magier kämpfen. Auf jeden Fall hat er irgendwas mit Wurstkugeln, Kinder hier begraben und so. Der hat neue Informationen über diesen Ort hier, den wir noch nicht hatten. Und jetzt ohne Scheiß, da hinten, da wachsen überall Blumen. Maiglöckchen, glaube ich, sind das, ne? Da wachsen überall Blumen an einer bestimmten Stelle. Das ist voll gruselig. Und da ist auch ein Grabstein, da haben wir jetzt auch einen Grabstein gefunden, Leute. Der erste Mal. Ohne Shit. Ja. Der erste Hinweis wegen den Kindergräbern. So ein... abgefreakte Sache, Leute. Auch allein die Blumen, das ist total gruselig. Na gut, da sind sie auch. Das stimmt. Aber da hinten sind die auch, nur an einer. Zeige ich euch nachher. Wenn eine Präsenz hier ist. Ich weiß nicht, was da unten. Guck mal, das sieht auch ganz komisch aus. Wie so ein Sarg oder eine Gruft oder was weiß der ever. Weil, wer baut denn so einen kleinen Teich? Das geht das so, man geht ja so spitz nach oben. Genau, sind drei Blumen rein. So einen kleinen Teich baut doch niemand. Und dann mit Beton auffüllen. Hm. Echt strange wieder hier. Sind wir alleine Unterhalter gerade? Keiner schreibt was. Ja, ist egal, dann sehen die sehen das in der Wiederholung. Oh, hat bewegt. Wenn eine Präsenz hier ist. Du kannst gerne diesen Ball auch berühren. Ja gut, das ist jetzt noch von mir. Ich hab den ja da hingelegt. Zwei Meter geht die ganze Zeit. Ah, es ist auch scheiß Ton. Es ist windig wahrscheinlich. Ihr habt wahrscheinlich... Ich kann es nicht ändern, Leute. Das ist einfach so. Ich kann es leider nicht ändern. Das hat doch keiner. Nee, ich meine nur, falls irgendeiner kommentieren sollte, schon... Naja, es ist ja schräg, das wird sowieso nichts. Da musst du eine gerade Fläche haben. Leute. Tschüss. Oh. Jetzt geht Wind, aber vorher war kein Wind, wo ich das gemacht habe. Oh Leute. Heftig. Ist das der Chat kaputt oder? Ja.
mal, komm. Aua. Fliege ich hier beinahe drüber, ey. Wer ist dieser? Hallo, nicht so schnell. Hallo, Ton ist okay. Wer ist dieser Magier? Dann fragen wir uns auch ja, die ganze der Zeit. Der ist in der Gruppe vom Chat. Der ist im Facebook-Chat, ist der jetzt drin. Der ist ein ganz komischer Typ. Der hat mir den Satan irgendwie aufs Auge gedrückt und keine Ahnung. Ja, der macht satanische. Der ist ganz komisch. Ja, genau, hier könnt ihr sehen, ihr ladet schon mal Richtung. Oh. Guck mal hier. Da die Blumen und guck mal den Stein da. Vor allen Dingen, in welcher Konstellation die jetzt hier auch gewachsen sind, ne? Um den Stein herum. Oh, Entschuldigung, ey, ich lege mich hier ununterbrochen auf die Nase. Halb. Ja. Okay. Leute. Könnt ihr das sehen, weil es nur so hell ist? Also ich kann es sehen. An dem Stein hier, Ausschlag. Ja. Krass. Genau an dem Stein. Ja, ich habe auch nichts unterm Ärmel. Ich habe hier nichts. Hier ist nur der Ball. Ich habe hier nichts versteckt oder sonst was. Schneeglöckchen, ja genau. Ich kam jetzt nicht auf den Namen, sorry. Aber guck mal alleine, wie die sich... Ich finde es halt nur so komisch, weil das ausgerechnet hier... Weil guck mal da, film mal da, das ist nirgendwo, ne? Hier sind noch vereinzelt, aber sonst sind nirgendwo. Aber hier sind richtig viele so. Ja, ja ne? Hier. Guckt euch das an. Hier, die sind überall. Und das fand ich ein bisschen gruselig irgendwie schon. Weil irgendwo sollen hier ja Kinder vergraben sein, ne? Ja, ich vermute, das ist genau hier, wo die ganzen Blumen wachsen. Kannst du mir sagen, was du willst? Und der Grabstein da, also der abgebrochene oder was das ist, heftig. Einfach nur heftig. Ja. Dieser Ort ist so heftig. So richtig so um den Stein so irgendwie drumherum. Also mega. Das ist hier eine Blütenpracht. Hallo Roswitha. Grüße gehen raus. Ja schon, also wir entdecken hier wieder was Neues dort mit dem Stein. Das ist jetzt echt krass. Und den Blumen. Oder hier vielleicht mal so vereinzeln so ganz komisch. Mal da rein. Hier. Aber die Kamera nicht reinhalten, weil es ist kein Empfang mehr. Da guck. Da können die auch so sehen. Alter, gruselig, weil der legt den einfach so weit hin. Alter, habt ihr das jetzt gesehen? Als Licht? Nein, aber ich hab voll die Pixel jetzt da, ey. Wo das Licht weg war, ey. Das sah so voll grisselig jetzt aus. Ja, du hattest ja auch alte Fotos, da hast du noch was gesehen, ne? Ein Beobachter oder so. Ich hatte ja so alte. Ja, das ist vorne, ich glaube, oben linke Fenster war das, glaube ich, gewesen, ja. Da müssen wir nochmal so rumgehen. Dieser Ort hat nichts von seinem Charme verloren. Ne, hat er wirklich. Das ist das Ding, was mich halt ärgert. Ich hätte das gerne gesehen, wo das noch aktiv war. Ne? Also die Bilder davon, die sind ja alleine schon hier richtig geil, ne? Hi, Bia! Alle. Schönen Samstag euch beiden. Liebe Grüße. Grüße zurück, Birgit. Aber wir hatten schon K2 am Grabstein gefunden. K2 Ausschlag am Grabstein. Alles. Na, guck. Guck mal, das Wetter ist zugemauert irgendwie halb. Ist das schön im Sinn? Wer setzt denn da so ein Fenster, Alter? Sehr komisch. Vielleicht auch zusammengefallen. Boah. Schade, ne? Also, wo ich die Bilder gesehen habe, war ich echt geflasht und dachte so, schade, dass du das nicht mehr mitgekriegt hast, ey. War ich noch zu jung. Hab davon nie irgendwie was gehört und schade. Liebe Grüße aus Tirol. Grüße zurück aus dem Pott. Nach Tirol. Ja, ist das so ein Bunkerteller oder was? So ein Teller hier noch von so einem Bunkereingang. Wenn er irgendwas verschlossen war. Hier soll ja noch einer sein, ne? Haben sie ja irgendwie nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht sind sie da schon am Graben. Mein Gott, du findest hier immer irgendwas neu, ey. Den Baum da hinten, den finde ich voll gruselig. Oh, den mag ich überhaupt.
Sorry, ich muss die ganze Zeit gucken, wo ich hier hinlaufe. Stolperfallen ohne Ende. Jetzt auch durch den ganzen Sturm noch mehr. Ist halt der Schlimme Raum, ne? Ja. Du wurdest ja letztes Mal angegriffen. Naja, nee, ich mag das nicht. Ich mag das ekelhaft. Überhaupt nicht. Das ist ganz ekelhaft da drin. Passt auf, ja, machen wir. Da sind auch Pentagramme da, ist an. An der Tür. Oh, du kriegst direkt wieder so ein Druckgefühl. So auf der Brust, so dass ja. Dann irgendwann wieder sagt, so du gehst jetzt nicht hier. Boah, alter Schwede. Als wenn jetzt ich gerade auf meiner Brust jemand sitzen würde. Das ist so ekelhaft. Und immer hier. Wenn jemand hier ist. Vielleicht auch mal nicht so, dass er immer daran anlehnt. Also. Wenn jemand hier ist. Der hat aufgehört und ging direkt los, der Ball. Das sind wahrscheinlich die zwei, die hier diese Tür hier bewachen, den Eingang dazu. Ja, guck hier. Hört gar nicht mehr auf. Wenn du jetzt hier bist, kannst du jetzt nochmal den Ball berühren. Oder in den schwarzen Kasten. Vielen Dank erstmal, dass du das eben schon gemacht hast. Aber du warst direkt so neugierig und so schnell. Aha. Ja, du musst es nicht. Nur wenn du willst. Fühl dich zu nichts gezwungen. Wir wollen hier niemanden zwingen. Der ist nicht gut gesinnt. Mit dem du gerade redest. Ein Ball dachte ich vielleicht ein Kind. Ne? So ein Spielzeug. Also doch ein Kind? Oder jemand gibt sich aus als Kind? Das ist hier die Frage. Da nehmen wir einen Spaß dran. An den Lampen, ne? Wenn du den Ball auch nochmal berühren würdest, dann wäre es nochmal ganz, ganz toll. Nimm mal deine ganze Kraft und tritt da mal gegen, oder? Fass den mal an. Der leuchtet genauso schön wie das. Also das K2 ist echt mega am ausdingen müssen. Ich würde gerne mal hier den. Kannst du das mal hinlegen? Ja. Okay. Vielen Dank für die Rückmeldung. Mach ganz langsam, ich muss auch nicht so schnell. Ah, wenn es nicht geht. So. Wir haben hier auch einen Stift, wenn du den mal bewegen willst. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du den Ball berührt hast. Das war super nett. Boah, vielen Dank. Ein Druck auf der Brust, alter Schwede. Das ist so ätzend, ey. Guck mal, wir haben noch so zwei Bleistifte übereinander. Die kannst du auch anstupsen, wenn du willst. Ja, wenn du keine Lust hast, auch gut, aber... Wir hatten beim letzten Mal, bekamen wir den Namen Millie. Ist sie hier? Ja, du hattest ja auch eben gesagt, wir nehmen deine ganze Kraft zusammen und bewegt den Ball, da hat er den Ball ja zum Leuchten. Vielleicht hat er nicht viel Energie halt, ne? Dass die Energie jetzt für den Ball drauf ging. Ja, das kann natürlich sein. Boah, Leute. Als ich vor 10 Jahren da war, hatte ich ganz merkwürdige Rhythmen. Die Aufnahmen jagen mir heute noch einen alten, eiskalten Schauer über den Rücken. Ist heute noch. Ja, ist heute noch. Kannst du mir sagen, was du willst? Die haben also hier damals schon Schitte gebaut. Du merkst eine Aura hier, sagt doch jeder, auf Urbexer, Fotograf, wer auch immer. Also Leute, die nichts mit Paranormalen zu tun haben, die sagen auch, die haben ein komisches Gefühl hier. Und ich meine, so Leute, die werden ja jetzt nicht einen erzählen, ich meine, warum sollten die sich was ausdenken, erfinden oder so? Ich meine, das sind hartgestandene Männer, so Urbexer. Und habe ich letztens wieder einen Bericht von einem gelesen. Ich habe auch sowas hier. Oder willst du lieber halten? Ah, ist ja nur ein Angebot.
echt grausam alles. Das ist krass mit den Pixeln, ey. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, also. Aber mit dem Ball, dass das hier so funktioniert, so gut, ne? Das ist halt schon das dritte, vierte Mal, oder? Echt erstaunlich. Also hätte mich einer gefragt, hätte ich gesagt, das würde nicht einmal funktionieren. Aber es funktioniert ja eigentlich ganz gut, ey. So kann man sich manchmal irren, ne, an diesen Geistergeräten, ne, oder überhaupt an diesen Sachen, dass man manchmal denkt, zum Beispiel mit dem Bleistift, dann hätte ich auch nie geglaubt, dass das funktioniert. Da haben wir jetzt schon zwei Videos, wo sie sich drehen. Ganz am Anfang haben die sich ja auch gedreht, auch schon heute. So ist es. Schon das dritte Video, wo die sich drehen. Ich habe Schritte hinter mir. Können wir langsam zum Wagen oder so. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt schon hier? Sind wir schon? Viele Stunden. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich fühle mich auch, also gerade hier an diesem Ort hier, also hier an diesem Eingang, hier ist jedes Mal, als wenn ich so am Stuhl nach hinten kippen würde und ich würde ja, so genau. Dieses Fallen, dieses, wie bei einer Achterbahn, auch dieses Gefühl im Magen, so weißt du, dieses. Du weißt, es kommt gleich irgendwie so was auf dich zu, so die Abfahrt von der Achterbahn. Und dann, du bist dann so kribbelig, so weißt du, dieses. Oder wenn du jetzt so im Stuhl nach hinten kippst und du weißt, du fliegst, hast du ja noch so in Zeitlupe 2-3 Sekunden, dass du diesen. Merkst, dass du fällst jetzt, ne? Und da merkst du ja im Magen diesen. Boah, das habe ich hier. Also auch nur hier, also vor diesem Eingang ganz speziell. Ob hier Kinder geschlagen wurden im Magen oder im Magen getreten wurden oder was oder irgendwie irgendwas. Also ich weiß was. Unten an den, ich habe Info yes. bekommen von jemandem, der mit uns hier schon war, dass unten an den Pfeilern die Kinder gefesselt geknibbelt wurden, an den Pfeilern selber, ne? Okay. Also irgendwas, auf jeden Fall habe ich immer mit Magen hier. Heimlich. Aber guck mal, da vielleicht wurden die auch da eingesperrt. Aber guck mal, da sind ja Gitter wie ein Knast. Boah, nee. Angeblich sollen ja da hinten gefoltert sein. Ne? In dem Häuschen da hinten, in dem kleinen. So ein drückendes Gefühl, ja. Das ist ganz ekelhaft. Ich weiß nicht, es ist in keinem Ding gehabt. Bisher, aber in diesem Teil hier ist es einfach absolut am schlimmsten. Boah. Kannst du hier mal einfach? Oh, da könnten echt welche. Guck mal, da kannst du ein Kind kannst du da verstecken. Boah. Ätzend. Ja. Was war das? Oh. Ich sag doch, ich höre schon die ganze Zeit komische Sachen. Aber da ist ja noch irgendwie ein Raum oder so. Den habe ich noch nie. Da war ich noch nie drin. Ist irgendwie so ein Kanister drin, so ein Stall. Doch, da war doch einer mal drin. Ist er da reingekrabbelt? Da war aber nichts, glaube ich, oder so. Nicht viel, so ein Ofen oder so. Ja, so ein Tank. Für so einen Tank. Ja. Konnte ich mich nämlich auch noch daran, dann hätte ich beinahe auch schon wieder vergessen. Doch. Alter, haben die das aufgekloppt oder was? Was war denn der Scheiß? Nee, da ist das Fenster, das fällt von innen. Da ist ein Raum. Ach so. Mein Gott. Guck mal, steht hier. Auch Satan, da war bestimmt der dunkle Magier aus der Facebook-Gruppe. Ja, sicher. Wer da geschrieben hat, Satan grüßt euch. Steht da. Oder so. Ne? Satan, da unten links. Satan grüßt. Oh ne, ich hab da kein. Ich weiß nicht. Ah, okay. Das ist ja der dunkle Magier, Leute. Der bedroht uns ja. Ja, der macht irgendwelche Faxen, also bei uns im Messenger könnt ihr gucken, der ist der ganz sagt, der sagt Flüche, er macht Flüche auf Clarissa. Ja. Zum Glück, danke an Sonja von dem Hexenzirkel. Aber Sonja, tut mir einen Gefallen, wende keine schwarze Magie an, du hast das versprochen. Ich habe das mitgekommen mit Pierre Jacobs,
Du hast versprochen, keine dunkle Magie mehr anzuwenden und bitte werd nicht rückfällig durch so einen Kaspar, der gibt sich aus als Magier, der hat bestimmt, der träumt wahrscheinlich, der ist gar kein Magier. Und bitte benutze keine dunkle Magie, weil es ist gefährlich und ich glaube, gerade du hattest deine Erfahrung mit dunkler Magie und dass du nicht rückfällig wirst, ja? Dass du nicht wieder in einen dunklen Zirkel fällst oder so. Halte jegliche Kraft bei dir, hör auf Pierre und deinen Hexenzirkel, ne, dass du keine dunkle Magie ausübst, weil der ist das nicht wert. Der hat Magie aus dem Zauberkasten im Spielzeugladen geholt oder so. Der dunkle Magier, der glaubt, der denkt, der ist ein Magier. Bis jetzt hat er noch nicht viel gezeigt von seiner Magie. Ich meine, er hat gesagt, der dunkle Magier hat uns verboten, nach Wolfskuhlen zu gehen, weil hier seine Kirche ist, seine Satankirche. Von Satan. Hier betet der mal Satan an und im Keller. Aber hier ist doch der Grund, warum wir deswegen nicht da unten. Also und wir sind rein. Hier, dunkler Magier. Und mach doch mal was jetzt, du dunkler Magier. Wir sind an einer Kirche. Ich meine, wir werden nichts beschädigen, das machen wir bei Lost Places eh nie. Wir machen nie Vandalismus oder irgendwas. Nee. Aber wir betreten deinen heiligen satanischen Boden. Wie du geschrieben hast, 666, die heiligen drei Zahlen des Satan hast du geschrieben. Und ich sag dir 111, die heiligen drei Zahlen von Gott, die treffen dich jetzt. Bam! Oh, furchtbar. Ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich das. Der Schutz ist bei euch. Ja. Abir Jakobs ist auch gerade da. Dann bitte die Sonja zur Vernunft bringen. Keine dunkle Magie. Fühlt sich jedes Mal wie abwundert. Ja. Soll sich wieder verstecken? Ja, wir müssen ein bisschen. Erstmal sitzt da einer, da ist Licht an und da sitzt einer am Fenster. Also da hinten. Und zweitens, Livestream, jeder im Internet weiß, wo wir sind. Deswegen nehmen wir uns jetzt schnell hier verpieseln, bevor irgendwelche Leute hier auftauchen. Das ist uns nämlich schon mal passiert. Ja, ich kann Bock drauf. Also Leute, nicht loszufahren jetzt. Weil ihr werdet uns eh nicht mehr sehen. Bis ihr hier seid, sind wir weg. Scheiße, jetzt haben wir einen roten Mantel an. Ich meine, die Schiffe haben sich schon gedreht, der Ball war an. H2 sowieso. Wir haben den neuen Ausschluss im Grabstein gefunden. Ja, der Grabstein ist auch übel, ey. Und die Blumen. Ich kenne mich leider mit Blumen hier aus, deswegen habe ich gesagt, das ist ja Wurst. Auf jeden Fall habt ihr ja gesehen. Ich habe keinen auffällig, dass sie genau da in diesem Grabstein sind. Dadurch sind wir nämlich auf den Stein überhaupt gekommen. Ach, das ist natürlich gerade in ein Auto kommen. Lalala. Schön. Hallo Herr. Und noch einer. Mein Gott, nee. Heute Hauptverkaufsstraße. Ja, ich merke das schon. Ne. Oh, war das aufregend. Alter, ich hab jedes Mal, wenn ich da hingehe, ne, ich hab immer noch Haut. Es ist wie so ein Actionfilm, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, es ist das und immer so ein Kick irgendwie, so ganz komisch. Ne? Du hast immer einen Kick, wenn du hier. Obwohl das einfach nur so ein total zerfallenes Ding ist. Das hätte 5 Energy getrunken. Das hat so eine Kraft, das Teil. Also ich bin. Ich weiß, du hast immer voll Angst, wenn du hingehst, aber wenn du da wieder weg bist, dann geht es immer voll gut. Ja. Da kümmert sich ja hier irgendeiner. Ah, furchtbar, Leute. Ah, nee, von hier kannst du auch noch sehen, wahrscheinlich. Da ist ein Haus da auch noch. Oh, nee. Geht. Ich hab noch was gefunden. Kann ich Foto bringen?
Und so ganz alte Fotos, die hatten wir dann irgendwie auch noch von irgendwie, was weiß ich von wem. Die sind in der WhatsApp-Gruppe. Achso, die sind in der WhatsApp-Gruppe. Da habe ich auch echt wirklich zwei Gesichter gesehen. Ne, drei waren es sogar. So oben aus dem Fenster rausgucken. Ja, das war richtig vorm Auge so. Bäm. So, durch so eine Mucke müssen wir hier latschen. Komm gut nach Hause. Ist auch ekliges Wetter. Es geht. Also, wir haben einen Grill, wir haben einen Grillplatz gefunden. Kalt ist es nicht? Ja, stimmt, einen Grillplatz haben wir gefunden. Wir fahren noch welche hin. Bei WK. Punkt. Um zu grillen. Sache bei der Geschichte ist. Angenehmere Orte würde ich mir vorstellen zum Grillen. Tja. Wenn die sich gruseln wollen oder so, kommen sie hier hin. Boah, ich habe direkt wieder Kopf, ey. Du kannst dich auch nicht lange aufhalten. Nein, das hältst du auch nicht lange da aus. Wenn du sowieso so feinfühlig dafür bist für das Ganze, dann. Schattenmagier für Gruppe. Dunkle Magier. Der, ey. Hilfe, ey, kommt der da rein? Mit keine Satan, Ahnung, ich will Nomini Satan, Satan, sagt der. Ja, ich weiß auch als nicht. Als erstes, wo er reinkommt. Und dann, ich verfluche Clarissa im Zeichen, in den heiligen Zahlen 666, sagt er. Ich verfluche Clarissa. Und er hat gesagt, er wird dieser Sonja Kartoffelfinger machen. Petersilienkartoffeln oder so. Wie kann man anderen Menschen nur sowas wünschen, überhaupt irgendwas wünschen? Ich weiß auch nicht, ey. Der hat einen Schaden, der Typ. Der kommt mir komisch vor. Ja. Der hat auch ein ganz komisches Profilbild, ne? Ja. Mit so einem langen weißen Bart und so einer Mütze. Eine komische Mütze, also der lebt das wirklich aus, ey. Der sieht echt aus wie so ein Magier, ey. Magier bei Wischbestell. So sieht der aus. Leute, ich bin auch nichts mehr gewohnt. Siehst du? Schönes Video, nur etwas unscharf. Ja, das ist halt hier so. Hier ist kein Netz am Ende der Welt. Das ist hier irgendwo im Nirgendwo. Satan hat keinen LTE. Das wird jeder Kacknetz haben. Da können wir leider nichts dran ändern. Wir sind am schaurigsten Ort von ganz Deutschland. Hier ist der gruseligste Ort. Gebt einfach mal, ich sag euch nicht den Namen, aber gebt einfach mal Wulfskuhlen bei Google ein und da setzt das U mit dem O. Und dann gibt das mal ein und dann nimmt man Geister oder so oder Paranormal. Da findet ihr 180.000 Seiten von Leuten, die Übernatürliches hier erlebt haben. Ach, scheiße. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hinfilmen soll. Ich hab mir gerade auch gedacht. Am besten in diese Seite. Film dich selbst. Film dich selbst. Und Spaß drauf. Sonst habe ich morgen wieder, weiß ich nicht was. Muss man eben die Kamera wechseln. Müsst ja nicht alles wissen. Hallo! Boah, ich bin froh, dass ich da jetzt weg bin. Ohne Mist, ne? Ohne Mist. Also jedes Mal, wenn wir von da kommen. Schon so für unzählige. Guten Abend, was aus Dänemark. Guten Abend! Schon so viele Orte besucht, aber das ist bis jetzt einfach nur der ekelhaftigste. Das ist einfach so. Einfach so Hammer. Die paranormale Ausschlag war Mühle. Nee, da war einer ganz Benzin und Öl, ey. Ja, ich bin es nicht. Das Grillspot. Da hat irgendeiner. Deine blauen Haare finde ich so super, danke schön. Kannst du dir ja auch machen. Da kriegt man ein komisches Gefühl. Ich schaue euch seit dem ersten Video, ich finde euch super. Seit dem ersten Video, Heidrun. Okay, cool. Wolfskuhn beste. Jetzt immer ein Horror. Ja Leute, könnt ihr mal schreiben unter dem Video,
wenn ihr schon mal hier wart, was ihr erlebt habt oder wie ihr das findet. Cool, du kannst sogar von hier aus sogar noch sehen. Ja, mach ich jetzt aber nicht. Wieso kannst du hier hingehen? Boah. Ich möchte nicht wissen, was heute Nacht hier los ist. Das Problem ist, ich bin gerade zu blöd. Oh je. Siehst du? Prost, Skull. Jawohl. Skull. Ja, man sieht es auch von da. Kann ich jetzt gerade nicht erinnern. Ihr habt es ja gerade gesehen. Gruselig, Alter. Ist von hier schon gruselig. Hallo, Katja. Ach, Entschuldigung. Katja Katinchen. Wir waren gerade am gruseligsten Ort von ganz Deutschland. Und bei uns hat sich Stifte gedreht. Ich habe ja hier so ein Ding. Wolltest du ja haben? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte... mein Armer Freilauf geben. Huch! Alter, vor muss ich bücken, das wunderbare K2 Meter. Ja, eben wollte ich es anbieten, da wollte keiner. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt noch hier stehen willst. Ja, war doch jetzt eine gute Folge wieder. Jetzt hat sich alles bewegt, alles gedreht. Wir können da nicht so lange bleiben, weil die Leute wissen jetzt, wo wir sind und jetzt kommen die alle hier hin. Und wir haben da keinen Bock drauf. Dein Mann, seine Haare sind schon ganz schön lang. Ja, der lässt die wachsen oder so. Ich weiß es nicht. Wikinger-Style. Schon der erste. Prost. Ja, Leute. Heute ist ja auch Karneval, ne? Zumindest hier. Und ich könnte ja mal sagen, ne? Aber guck mal, es waren ja gerade mehr Zuschauer. Ja, falsche Uhrzeit. Und wir wollten nicht im Dunkeln hin, weil im Dunkeln ist hier meistens. Nachts ist hier Party. Hart. Wir werden Knaller geworfen und alles. Hier wird Gesuppe, Knaller. Laute Musik, Knaller, Autos fahren vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ja, Grillstelle ist hier. Da hinten ist der Ort. Also wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, in der Facebook gibt es eine Chatgruppe, da ist auch der dunkle Magier oder wie der sich nennt. Könnt ihr dem mal sagen, dass ihr dem mal Grüße aus der Hölle schickt. Und ansonsten in WhatsApp haben wir auch, ach du Herzmensch, haben wir auch in WhatsApp sind Fotos und so. Oben rum. Ja, unten muss ich abrasieren, oben lang muss ich mal wieder machen. Der fährt jetzt schon zweiten Mal hier? Ja, da wird seinen Hund wahrscheinlich haben. Der fährt jetzt schon wieder zurück. Gut, dass wir schon wieder weg sind. Ja, ich meine, gut, dass wir haben los. Bulli ist, ne? An WK. An den Wulfskuhlen. Wulkuhlen. Jetzt bremst er da hinten. Ja, der wird schon wieder. Ja, komm, dann lass mal lieber abhauen. Ja. Leute, wir hören ab, weil irgendwie der weiße Wagen, der fährt jetzt zum vierten Mal hier vorbei. Wir haben jetzt keinen Bock auf Diskussion. Tschüss!